Tiefe Täler, eine abwechslungsreiche Landschaft und hunderte von herrlichen Kurven. Die Bayersbronn Classic zeigt ihren Teilnehmern den Schwarzwald und die angrenzende Ortenau um den Nationalpark Schwarzwald von der schönsten Seite. An drei Tagen erkunden die Oldtimer-Fahrer und ihre Co-Piloten auf rund 500 Kilometer ausgewählter Strecke vielfältige Landschaft rund um den weltbekannten Genussort Bayersbronn. Mehr als 20 Wertungsprüfungen, die den Teams zeitgenaues Absolvieren vorgeschriebener Strecken abfordern, stehen im sportlichen Fokus der Veranstaltung. Am Rosenplatz, im Herzen der Schwarzwaldgemeinde Bayersbronn, versammelt sich der rund 130 Oldtimer starke Tross der Legenden zur ersten Etappe. Letzte Vorbereitungen für die Auftaktetappe der Genießer-Rallye werden getroffen. Der älteste Wagen im Teilnehmerfeld, ein 8-Zylinder Bugatti aus dem Jahr 1924 aus Luxemburg, eröffnet 2017 die 5. Bayersbronn Classics. Dabei geht es, ganz im Gegensatz zur historischen Rennveranstaltung in Bayersbronn im Jahr 1946, nicht um Rekordzeiten und Geschwindigkeit. Doch beim Brummen der Motoren kann man sich leicht vorstellen, wie beeindruckend diese Fahrzeuge und andere Boliden bei der ersten Rennveranstaltung nach dem Krieg beim Ruhesteinbergrennen waren. Die Rallye-Route führt hinauf Richtung Freudenstadt. Gerade eben hat der Herbst hier Einzug gehalten und die ersten Blätter verfärben sich. Der sonnenverwöhnten Hochebene bei Salzstetten und Kelberbronn rollt das Automobile Museum dem Genuss entgegen. Bei der Bayersbronn Classic werden die Teilnehmer auch auf der Strecke kulinarisch überrascht. Traditionell findet der erste Einkehrschwung bei Sternekoch Jörg Sackmann in Schwarzenberg statt. Schon am Tag zuvor zeigte Jörg Sackmann, wie die Vorbereitungen aussehen für die Leckerei. Klein gewürfelte Zwiebeln, Speck und Kartoffeln. Fertig ist der Kartoffelsalat. Und der Chef schmeckt persönlich ab. Der Schweinebauch wird gewürfelt und in siedendem Fett knusprig gegart. Ich zeige es euch, dass man ein bisschen Puff macht.
Das Schweinebauch-Popcorn wird ebenfalls frisch gebacken und als Garnitur verwendet. Das Auge isst bekanntlich mit. Und eine Stärkung zwischendurch ist bei allen Teilnehmern willkommen. Von Schwarzenberg sind es nur noch wenige Kilometer bis nach Baiersbronn. Noch einmal Schwarzwaldluft schnuppern vor dem Ziel. Auch hier werden die Teilnehmer ein bisschen verwöhnt und die Freude über den ersten schönen Rallye-Tag ist bei allen zu spüren. Jeder der Oldtimer-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug an diesem Tag ein Star und wird umlagert. Das Veranstaltungsbuch, in dem die einzelnen Fahrzeuge aufgezeigt werden, wird so zum Sammelbuch der jungen Autogrammjäger. Die ersten Eindrücke eines entspannten Rallye-Tages klingen gemeinsam beim Begrüßungsabend nach. Im historischen Hofgut Bärenschlössle im Christophstal werden die Teilnehmer mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Die Ortenau-Runde steht am zweiten Tag auf dem Programm. Die 2850 Meter lange Nagoldsperre ist eine Sehenswürdigkeit an der Strecke. Und selbst schon ein Oldtimer, denn sie wurde 1971 in Betrieb genommen. Sie ist eine der größten Talsperren Baden-Württembergs und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wassersportler. Den besonderen Fahrspaß der Baiersbronn Classic bestimmt auch die Auswahl der Route. Das Teilnehmerfeld der Rallye ist bunt gemischt. Vom brachialen Vorkriegswagen bis zu liebgewonnenen Oldtimern, die einst Massenfahrzeuge waren, ist alles dabei. Die Routen sind so gewählt, dass alle Teams Spaß haben beim Meistern der Strecke. Zwischen den Wertungspausen genießt man einfach die abwechslungsreiche Waldlandschaft. Meist führt der Weg über ruhige und abgelegene Straßen durch tiefe Wälder. Wenn im Herbst die Sonne die Hochebene zwischen Erzgrube und Simmersfeld noch einmal erwärmt und die Strahlen zwischen den alten Obstbäumen hindurchblitzen, sind das Momente, die man einfach nur miterleben möchte. Die zweite Genusspause ist nicht mehr weit. Im heilklimatischen Kurort Dobel werden die Oldtimer schon erwartet. Das Fünf-Sterne-Haus Barreis aus Baiersbronn lädt die Teilnehmer bei der Genießerdurchfahrtskontrolle auf einen leckeren Imbiss ein.
Viel Handarbeit wurde in der Küche des 5-Sterne-Hotels Barreis in Baiersbronn bei den Vorbereitungen geleistet. Die feine Remoulade nach hauseigenem Rezept ist schon fertig. Der fangfrische Fisch wird in praktische Portionen geschnitten. Gewendet in der Panade noch kurz frittieren und fertig ist das Fingerfood für Oldtimer-Fahrer. Fish and Chips, sozusagen on the road. Durch alte Obsthaine und über kurvenreiche Nebenstraßen führt der Weg der Mittagsrast entgegen. Kurz bevor die Innenstadt Baden-Badens erreicht wird, passieren die Oldtimer die Ebersteinburg, die hoch über der Kurstadt thront. Das legendäre 5-Sterne-Haus Brenners Parkhotel und Spa ist Etappenziel für die Mittagspause. Vor dem historischen Gebäude entsteht durch die parkenden Oldtimer ein vielfältiges Automobilmuseum. Im Hotel werden die Rallye-Teilnehmer verwöhnt, wie auch schon vor ihnen Industriebosse, Zaren, Könige und Maharajas, die die Gastfreundschaft des Hauses schätzen. Nach einer Stunde Pause heißt es Restart, denn es ist noch eine gute Strecke zu meistern, bis Baiersbronn wieder erreicht wird. Von Baden-Baden aus erklimmen die Klassiker die Schwarzwald-Hochstraße. Immer wieder gibt der Wald den Blick in die Weite frei. Das Elsass liegt hinter der rheinischen Tiefebene. Kurvenreich ist der Abstieg Richtung Sasbach-Walden. Hier verkünden die vielen, vielen Reihen der Weinreben auf den Hängen schon, dass es hier die Heimat von badischem Wein ist. Es ist Herbst und die Weinlese ist in vollem Gang. In Oberkirch wird mitten in den Weinbergen die Zeit gemessen. Es kommt darauf an, den Sollwert exakt zu treffen. Auf Nebenstraßen führt die Route weiter südlich, bevor nach dem Luftkurort Oppenau erneut ein Anstieg folgt. Fast 80% des Landes ist hier Nordrachwald. Der Luftkurort ist bekannt für seine windgeschützte und nebelfreie Lage. Die Oldtimer-Fahrer legen beim Vogt auf Mühlstein eine Kaffeepause ein. Okay.
Durch tiefe Wälder führt der Heimweg Richtung Baiersbronn. Ein Höhepunkt ist die Fahrt über den Kniebiss, die eigens für die Oldtimer-Fahrer ermöglicht wird. Durch diese Region führte einst die wichtige Verbindung vom schwäbischen Raum in Richtung Frankreich. Der Kniebiss ist waldreich und wer sich Zeit nehmen kann und wenige Schritte bis zur Aussichtsplattform spaziert, erlebt einen atemberaubenden Blick auf eine Welt, die scheinbar nur aus Tannen besteht. Schwarzwald. Endlos Schwarzwald. Für die Teilnehmer beginnt mit der Talfahrt die letzte Etappe vor dem Ziel. Wieder eine Wertungsprüfung, bei der die Teilstrecken innerhalb der Zeitvorgaben zurückgelegt werden sollen. Fast gerät dabei die herrliche Natur in Vergessenheit. Der dritte Tag der Baiersbronn Classic ist traditionell dem Ruhestein gewidmet. Wo alles begann, die ersten Schritte des deutschen Motorsports nach dem Krieg unternommen wurden, wird am Samstag die Straße komplett für das große Ereignis gesperrt. Zunächst nehmen die Oldtimer dort Aufstellung, wo auch historisch der Start war. Im Baiersbronner Ortsteil Obertal wird ein Anno-Dazumal-Fest gefeiert. Mit handgebrautem Kaffee und allerlei Rundumverpflegung. Die Teams bereiten sich auf die Bergstrecke vor, während die Zuschauer die spektakulären Fahrzeuge bestaunen. Der Start ist freigegeben und die Zuschauer am Streckenrand feuern die Fahrer bei ihrer Fahrt von Obertal Richtung Ruhestein an. Am Start winkt Bürgermeister Michael Ruf die Teilnehmer durch den Startbogen. Gleich nach dem Startbogen am Ortsende beginnt eine der Zeitprüfungen auf der Ruhesteinstrecke. Kilometer misst die kurvenreiche Strecke auf den Ruhestein. Die Taktik, die vorgeschriebene Zeit zu erreichen, unterscheidet sich bei jedem Fahrzeug. Konstant gleichmäßig nach oben rollen, oder sportlich ambitioniert die Kurven nehmen und oben vor der Zeitnahme ganz, ganz langsam werden. Schon bei der historischen Rennveranstaltung nach dem Krieg sind bei dem Event am Ruhestein auf der gesperrten Strecke Motorräder mit am Start. Bewegende Augenblicke, nicht nur für die Fahrer. Der steile Anstieg auf den Ruhestein wird anschließend belohnt.
Durch die besondere Wetterlage sieht man von der Schwarzwaldhochstraße bis hinüber zum berühmten Schlosshotel Bühlerhöhe. So beliebt der Nordschwarzwald auch ist, überall findet man ruhige Straßen für vollen Fahrspaß auf der Schwarzwaldroute. Eine weitere kulinarische Durchfahrtskontrolle empfängt die Fahrer in Enzklösterle. Dieses Mal präsentiert vom Fünf-Sterne-Haus Traube Tonbach aus Bayersbronn. Das leckere Süppchen mit dem Garnelenspieß ist für die Teilnehmer schon der Vorbote für den Genuss, der an diesem Abend noch auf sie wartet. Nach einer kurzen Fahrt erreicht der Tross auch schon die Destillerie des edlen Monkey Gins. Hier gibt es ein kleines Präsent für zu Hause und einen Stempel für das Bordbuch. In der kleinen Destillerie wird der besondere Gin gebraut, mit dem Spirit der britischen Tradition und den reinen Zutaten des Schwarzwaldes. Und schon geht es weiter Richtung Mittagspause. In Alpiersbach, das auch wegen seiner Klosterbrauerei Berühmtheit erlangte, wird die Mittagsrast eingelegt. Im Alpiersbacher Braukeller wird getafelt. Unterdessen starten die ersten Fahrzeuge bereits Richtung Freudenstadt. Nach der Mittagspause herrscht emsige Betriebsamkeit. Alle Fahrzeuge streben Richtung Heimat. Noch einmal die herrliche Waldluft genießen in den schon schwächer werdenden Sonnenstrahlen. Auf Deutschlands größtem offenen Marktplatz in Freudenstadt werden die Oldtimer-Fahrer und Co-Piloten bereits erwartet. Eine Wertungsprüfung unter den neugierigen Augen des Publikums. Das lässt den Puls noch einmal schneller werden. Nur kurz ist der Weg zurück ins Ziel, das in diesem Jahr in Bayersbronn auf dem Rosenplatz war. Die Oldtimer werden begeistert empfangen und rollen durch den großen Bogen ins Ziel. Zum Abschluss der großen Reise durch den Schwarzwald und die Ortenau gibt es zum Empfang ein erfrischendes Glas Sekt und ein Gastgeschenk der Gemeinde Bayersbronn. In einen Farbenrausch gehüllt ist die festlich dekorierte Gemeindehalle Bayersbronn. Hier erwartet man die Gäste zum gesellschaftlichen Höhepunkt der Veranstaltung. Vier Meisterköche von Bayersbronns Spitzengastronomie verzaubern die Teilnehmer der Bayersbronn Classic 2017 mit ihren Spezialitäten. Den Auftakt macht Jörg Sackmann mit wilder Eismeergarnele, Amalfi C4, gebratenem Blumenkohl und Limonenöl. Das Hotel Barreis kredenzt als Zwischengang Zanderfilet auf getrüffeltem Selleriepüree mit Petersiliensoße. Mit dem Hauptgang verwöhnt das Hotel Traube Tonbach und überzeugt mit Medaillon vom Hirschkalbsrücken mit Monkey 47 Slow Gin, aromatisierten konfiertem Kräuterseitling, Karotten-Ingwer-Püree und Kartoffelgnocchi. Mit der süßen Krönung beendet das Hotel Engel Obertal das wunderbare Gourmet-Menü. Variationen von der Zwetschge mit Mousse, Dachi und Eis am Stiel mit Rosmarin und Muscovado Zuckercrumbles lassen schon die Vorfreude auf die kommende Bayersbronn Classic 2018 aufkommen. Sieger der Bayersbronn Classic 2017 waren Willi und Christina Meyer auf dem Lagonda M35 R Le Mans.
Sie erhielten jeweils eine Uhr aus der Schramberger Uhrenmanufaktur Lehmann, die ganz besondere handgefertigte Unikate produziert. Die Beiersbronn Classic 2018 findet vom 27. bis 30. September 2018 statt.